Ah, tut mir Hund auf. Also, ich probiere es nochmal. Und du bist ruhig. Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet. Mein Video, wie der Gang jetzt aussieht, ist ja mehr als überfällig. Das habe ich dir versprochen. Ich habe jetzt heute ein bisschen Zeit und habe gedacht, jetzt mache ich schnell ein Video. Ich muss mal Schande, aber gestehen, ich bin noch nicht ganz fertig. Die Türrahmen müssen noch gestrichen werden und die Sockel unten sollten noch gestrichen werden. Und auf das habe ich einfach keine Lust gehabt. Das werde ich wahrscheinlich eher in den Wintermonaten machen. Aber ich finde, es kann sich so blicken lassen. Also, ich zeige dir jetzt ganz kurz, wie jetzt gerade alles aussieht. Wie du siehst, war das meine Ecke, wo alles ziemlich oben gekommen ist. Die Wand habe ich bewusst so gelassen, weil es einfach ein super Hintergrund ist, um meine Vasen, die ich aus Zeitungspapier mache, zu fotografieren. Und es darf ruhig ein bisschen urig aussehen. Hier habe ich meine Bilder, die ich verkaufe. Die Wand habe ich jetzt ja, wie gesagt, dreimal gipset und ich habe es jetzt abstrakt gelassen, wie gesagt. Und lasse das im Moment so. Ich habe es auch nicht angemalt, nichts, ich habe nur eine Schicht drüber da, damit man keine weiße Hände kriegt. Genau, das ist jetzt diese Ecke. Der sieht so aus. Dann gehen wir zum nächsten Ecke. Ich kann es leider nicht besser aufnehmen, weil es ist alles sehr klein und verwinkelt. Das ist die hinterste Wand, wo es zum Atelier geht. Und hier, der untere Teil, da habe ich ja den Klebstoff überhaupt nicht weggekriegt, auch mit der Maschine nicht. Und habe mir überlegt, was soll ich machen. Und da, dass ja der Eingang zum Atelier ist, habe ich gefunden, das bietet sich an, dass ich hier Sachen ausstellen kann oder Informationen hin tun kann. Und habe hier einfach alte Dachlatten wiederverwendet. Ja, das erste Mal, dass ich einen Defo gemacht habe. Auch ein bisschen abstrakt, ein bisschen anders, dass ich auch verschiedene Tiefen auch gewählt oder habe mal ein ganz grosses Brett genommen, kleine Bretter genommen, habe Bretter über Bretter gemacht und habe sie dann einfach schwarz angemalt. Mir gefällt es im Moment, kann sich aber jederzeit ändern. Hier habe ich meine Politiker. Das ist also diese Ecke. Dann gehen wir weiter. Jetzt geht es weiter. Ich laufe mal mit der Kamera hier durch, dass man ein bisschen Überblick hat. Es wird wahrscheinlich auch nicht alles super scharf sein. Ich bin auf Kriegsfuß mit der Kamera. Ein Elend, aber ich hoffe, du siehst so im Großen und Ganzen etwas, wie das jetzt aussieht. Hier innen ist mein Studio. Dicke Hund, unscharf natürlich. Wie gesagt, wenn irgendjemand von euch weiss, was eine gute Kamera ist, bitte unten im Kommentar schreiben. Ich bin kurz vorm Verzweifeln. Hier geht es durch ab. Das sieht jetzt halt nicht so sexy aus. Aber du siehst vielleicht ein bisschen, wie die Wände jetzt aussehen. Und es sieht doch schon wesentlich schöner aus wie vorher. Wenn du mein erstes Video gesehen hast, weißt du eventuell, wie die Ecke vorher aussieht. Hier ist mir ja alles entgegengekommen, wie auch auf dieser Seite. Ich habe jetzt die Kanten das erste Mal, dass ich das gemacht habe, recht gut angekriegt. Man sieht auf jeden Fall keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. Und hier habe ich ja das riesige Loch gehabt. Das ist jetzt auch zu und bis jetzt hebt es.
Ich hoffe, es bleibt so. Und es ist nicht perfekt, aber ich habe es selber gemacht. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und bin auch ein bisschen stolz darüber. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Und wenn du eine Anregung hast, etwas, was du möchtest sehen, dann schreib es unten in den Kommentar. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten über ein Like, dass es bei mir ein bisschen vorwärts geht. Ganz toll, wenn du ein Abo, Glocke aktivieren und dann kriegst du immer eine Meldung, wenn ich ein neues Video hochlade. Also, mach's gut. Tschüss.